Also als ich im Polizeiauto saß und der erzählte mir dann eben, ja so, pass auf, wir fahren jetzt in den Knast nach Brandenburg. Juhu, da rutscht einem das Herz in die Hose, ja. Kommt rein, kennt keinen, weiß nicht, warum derjenige nun dein Mitpartner da inhaftiert ist, ja, kann ja sonst was sein. Und naja, ist schon ein unangenehmes Gefühl, nicht? Angst. Ja, wenn ich ehrlich sein soll, ja. Bisschen Bammel. Den haben wir uns gegriffen und dem haben wir nun Kinderficker in die Stirn tätowiert. Ich bin verurteilt worden zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe, verurteilt wegen Mord. Das ist auch ein Gefühl von Freiheit. Wenn man oben irgendwo fährt, dann ist es wie ein Cowboy. Du reitest auf Motorrad, du hast Natur um dich und auch Adrenalin. Die Musik, die ich spiele, wird immer erwachsener. Das ist das Einzige, was für ein DJ wirklich zählt, ist, dass das Publikum Spaß hat. Sonst macht es keinen Sinn. Kann man gleich irgendwie Buchhalter werden. Ich habe als Kind die fixe Vorstellung gehabt, dass erwachsene Menschen ein Buch haben, in dem drinsteht, wie das Leben funktioniert. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass keiner wirklich weiß, wie das Leben funktioniert. Also es gibt Grundmechanismen, dass man essen muss und dass man schlafen muss, solche Dinge. Aber wie eine Kultur an sich funktioniert oder wie Menschen miteinander umgehen, das unterliegt eben Anpassungsprozesse und genau die untersuche ich eben mit meinen Arbeiten. Applaus ist immaterielle Belohnung. Applaus ist ansteckend. Großer Applaus ist auch eine Ode ans Leben, eine Ode an die Freude.